Hallo Leute, der Rolle hier. Ich bin ja normalerweise nicht dafür, dass hier irgendwelche komischen Dinge ihr postet oder wie auch immer werden. Aber nun habe ich schon ein paar Sachen gemacht, die vielleicht eh grenzwertig sind, egal. Nun aus gegebenen Anlass und weil es wirklich sehr aktuell wieder ist und vor allen Dingen, wir haben ja wieder Ruhe bis ohne, was der Lauterbach gesagt hat, Oktober bis Ostern. Ich weiß nicht, was ich mir eingefangen habe. Fangen wir gleich so an. Also das soll jetzt irgendwie so ein Vlog, Videoblog, wie auch immer man das Ding nennen will, Vlog, ist egal, werden. Und zwar, weil ich mich einfach vielleicht mal dazu aus, jetzt selbst betroffen, dazu mal äußern möchte, wie, wenn das jetzt irgendeine, ich sag mal, bekannte Krankheit sein sollte, dass man das vielleicht mal nachvollziehen kann, vielleicht auch wie selber. Kurzum, ich werde versuchen, jeden Tag mal so ein paar Minuten hier ins die Kamera rein zu labern, um vielleicht Menschen da draußen die Möglichkeit zu geben, ihr eigenes Krankheitsbild mit dem von mir abzugleichen. Inwieweit, falls es eine Tatsache dieses schlimme C sein sollte, inwieweit das dann Tatsache zum Tragen kommt. Normalerweise würde ich es nicht machen, weil angefangen als Tatsache ganz normal wie ein Erkältungssymptom. Aber wie gesagt, lassen wir mal so stehen. Ich will dem auch nicht allzu weit vorgreifen. Das Ganze ist passiert, also die ersten Symptome, die ich bekommen habe, sind, glaube ich, passiert am Dienstag. Genau. Dienstag war ich mit dem Hund spazieren, bin wiedergekommen und habe so ein leichtes Näseln gehabt, so einen leichten Schleim, irgendwas in der Richtung, also, dass man eben vermuten könnte, da bahnt sich das eine Erkältung an. Dann bin ich heme, habe erstmal schön mit etwas Rotbrutzentchen meine Nasenschleimhaut und meinen Rachen gegurgelt. Und alles gut, habe mir so weiter den Kopf gemacht. Und den nächsten Tag, das war dann Mittwoch? Nee, Montag früher gewesen sein. Montag, Dienstag, Mittwoch war in Ordnung und Donnerstag war scheiße. Ja, also muss es doch Montag schon gewesen sein. Das ist doch egal, mir geht es nur darum, dass man vielleicht ungefähr die zeitliche Rate hat. Also sagen wir mal, Montag, erste Symptome. Dienstag, topfit. Mittwochs ging es dann los, dass ich keine Erkältungssymptome hatte, sondern eher so ich würde mal sagen, mentalisch. Also so Schwindelanfälle, körperlich nicht mehr so hundertprozentig da, schnell ausgelaucht, antriebslos, sowas in Richtung. Und hab dann, wie war das, jetzt muss ich nochmal so ein bisschen rekapitulieren, hatte dann parallel, das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, noch ein paar Nierenschmerzen auf immer bekommen und so, dass ich dann ganz normal Mittwoch nach Hause und dann Donnerstag aber schon Chef angerufen habe, also Mittwoch im Prinzip abends dann Chef angerufen habe, Donnerstag früh einen Chef angerufen habe, dass ich Donnerstag nicht arbeiten komme und dass ich Freitag ohne nicht arbeiten komme. Ja, jetzt mittlerweile haben wir es Samstag und mental geht es mir ganz gut. Also abgesehen davon, weil ich eigentlich schon gesagt habe, so ein bisschen schwindelnde Fälle hast du nicht gesehen, ja, zu körperliche, ist nicht schön, nicht wirklich lustig, weil normal, mental bin ich echt der Meinung, und nö, da können wir was reißen, da können wir mal was machen. Aber sofern ich irgendwie aufstehe, mich bewegen will, beziehungsweise ja sehr mich bewegen muss, weil meine Kleine will ja nach wie vor Gassi geführt werden, war gestern, sage ich mal, ganz schlimm. Die Tage davor, wenn ich mit ihr spazieren bin, normalerweise muss man dazu sagen, ich bin mit dem Hund immer unterwegs ungefähr 3, 4, 5 Kilometer und brauche ungefähr für einen Kilometer, habe ich gebraucht, ungefähr 10 Minuten.
Mittlerweile bin ich angekommen, dass ich also gestern ganz extrem bin ich, glaube ich, nur 1,5 Kilometer gelaufen und habe dafür eine halbe Stunde gebraucht. Also ich war wirklich völlig fix und alle mit Schweiß auf der Stirn und es war nicht mehr schön und ich habe Tatsache mich zwischendurch dann mal mitten im Wald auf einen Baumstumpf setzen müssen, um ein bisschen mich wieder zu erholen. Also es ist nicht schön und ich weiß auch beim besten Willen nicht, was es ist. Ich werde es aber auf alle Fälle auf Laufenden halten, wie es weiter. Auf jeden Fall, wie gesagt, Erkältung hört er ja. Da keinerlei Symptome. Es geht wirklich darum, dass ich mental auch voll da bin. Also gut, ja, ab und zu, wie gesagt, Schwindel oder wenn ich schnell aufstehe, Kreislauf, wie gesagt, das auf jeden Fall ist völlig im Arsch. Und auch, wie gesagt, wenn ich jetzt nur mal aufstehe, aufs Klo gehen will oder wie auch immer, oder nur mal vor der Tür gehen will, ist schon sehr, 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 sehr anstrengend. Wie gesagt, von daher schauen wir mal, wie weitergeht. Abgesehen davon, ich weiß nicht mal, ob es euch interessiert. Ich wollte es nur erstmal so ein bisschen festhalten und ein bisschen archivieren, dass man da notfalls mal auch später darauf zugreifen kann. Ich könnte natürlich logischerweise, Weg oder Machen, nochmal einen Arzt konsultieren, was der dazu sagt. Aber ich denke mal, aufgrund der ganzen Pandemie-Panik oder dieser Lauterbach-Panik wird wahrscheinlich sowieso jeder Arzt kommen und wird sagen, du hast Corona. Also ich bin mir, wie gesagt, nicht ganz sicher. Fakt ist jedenfalls eins dabei, eine Krankheit in dieser Art und Weise habe ich bisher noch nie gehabt. Also selbst wenn mal Erkältung oder selbst wenn eine schlimme Erkältung war, dann war die ja normalerweise auch nach einer Woche ungefähr vorbei. Jetzt muss man überlegen, Montag haben wir gerade rekalkuliert, hat das angefangen, so mit den ersten Symptomen, dann war Dienstag komplett beschwerdefrei, Mittwoch war das dann schon wieder nicht mehr so schön, Donnerstag, Freitag komplett lang gelegen, da habe ich nichts, also abgesehen davon, wie gesagt, die halbe Stunde mit meinem Hund spazieren gegangen, aber normalerweise war bei jeder normalen Erkältung war hier schon dann ein Ende abzusehen. Ganz ehrlich gesagt, ich sehe hierbei, jetzt das, was ich mir momentan da eingefangen habe, sehe ich noch nicht wirklich ein Ende. Also von daher, wenn ihr wollt, bleibt dran, teiltet, liked, abonniert, wie auch immer, keine Ahnung, nee, ist mir im Prinzip wurscht. Letztendlich will ich versuchen, vielleicht Menschen, die ähnliche Symptome hatten oder ähnliche Krankheiten hatten, vielleicht schreibt es in den Kommentaren, wenn ihr eine Idee habt, also bevor ich jetzt einen Arzt konsultiere, weil ich bin mir ziemlich sicher, jeder Arzt wird pauschal sagen, die haben Corona, so Punkt, Ende, aus. Ich glaube es nicht. Wenn es wirklich Corona sein sollte, ist es, ich sag mal, definitiv nicht, wovor man, also jetzt in der Konstellation wie ich getan habe, ist es nicht, wovor man großartig Angst haben muss, weil Geschmacksnerven habe ich, Geruch habe ich immer noch, ist halt wie gesagt nur, dass eben die komplette physische Seite vom Körper ein bisschen im Arsch ist. In dem Sinne, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.